Ja, hallo Freunde, hallo. Wir sind wieder mal beschäftigt mit dem Unboxing. Beziehungsweise wir boxen zusammen die neue Brand News Winterzauberbox aus. Die ist auch diesmal ein bisschen schwerer wie sonst, wenn ich mich nicht ganz täusche. 3 Kilo hat die Box. Kommt wie immer in einem schön designten Karton. Und starten wir doch mal direkt rein. Was wir denn da so alles dieses Mal drin haben. Oh. Schon mal grundsätzlich spannend. Okay. Das Cheat-Sheet packen wir gleich mal weg. Wollen wir uns nicht anschauen. Dann wie immer dabei das News-Magazin mit Produkttipps, mit Rezepte, Interviews etc. pp. Oh, schöne Sache, schöne Sache. Also, fangen wir mal an. Nummer 1. Nescafé Goals Cinnamon Bun Latte. Das ist so ein auflösbarer Kaffee für 8 Tassen. Das sind so kleine Sticks, die man dann da so in das heiße Wasser oder in die Milch einlösen kann. Ist ja leckere Sache, kenne ich auch von anderen Geschichten her. Dann Frühstückszerealien, Coco Pops, Frosties, Coco Pops, Extra Schoko, wie es ausschaut. Kellogg's, ja. Die kennt man. Diese Packs gibt es auch im Handel zu kaufen. Ich mag die relativ gerne, weil du bekommst eigentlich ja eine Schüssel mit einer Packung voll. Das heißt, das ist achtmal lecker frühstück. Dann Mannerwaffeln aus Wien. Neapolitaner, die klassischen. Auch sehr, sehr lecker. Und das haben wir jetzt schon mehrmals gehabt, sowas. Von Maikraut Salted Caramel Spice. Damit kann man sich quasi seinen Kaffee und Tee ein bisschen pimpen. Oder ist es diesmal? Ich schaue gerade, das gibt es nämlich auch nur für die Frühstückszerealien, für deine Frühstücksbowl, dass du dir da extra was drüber schütten kannst. Das muss ich nochmal, das steht jetzt hier nicht speziell da. Zauberst du jedes Gericht. Okay, das kannst du quasi über deine Cerealien drüber kippen. Oder über deine Früchtebowl etc. pp. Was diesmal ganz cool ist, sind zwei, also so mit so einer Takeaway-Schicht. Und was ich hier noch sehe, ist eigentlich schon der Hammer. Fangen wir mal an. Was haben wir? Wir haben von Griesen Cookie Riegel, Cookie Chocolate Bar. Muss man dann auch mal testen. Also das Griesen, das sind ja auch diese Softcakes machen. Und ich liebe Softcakes. Dann haben wir Vanilla Dream Dessert. Also das ist quasi zum Aufkochen. Chai Cup Vanilla Cream. Natürlich alles Bio. Finden wir sehr gut. Dann haben wir. Okay, das ist was für die Bi. Obwohl, das kann ich gleich auch. Das kann ich auch verwenden. Ich will jetzt nicht offensichtlich sagen, was ist eine Lippenpflege. Ich würde da was anderes dazu sagen, aber das wäre ein anderer Markenname. Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir Dr. Oetker Dekor Creation. Grüner Mix. Formen, Streuseln und Perlen. Ja, ich sag mal, für all die, die gerne backen, kann man, denke ich mal, immer brauchen. Dann von Ruff Pudding Oats Schokolade mit der natürlichen Süße aus der Agave. Pudding trifft Haferflocke, cremig und kernig. Ist auch neu. Inwieweit es schon im Handel gibt, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Und es geht weiter, es geht weiter. Das haben wir nochmal. Diesen Chia Cup Vanille Dream Dessert. Dann haben wir hier drin Vittel Fused Bio-Tee. Geschmacksrichtung Zitrone, Minze. Das habe ich letztens erst der Bi gekauft. Ich glaube zwar von einer anderen Marke, aber genau sowas sollte ich hier mitbringen. Spannend. Dann haben wir hier immer noch was drin. Wir haben hier drin Cookie Dough Chocolate Chip von Halloren. Ich weiß nicht, ihr kennt mit Sicherheit die Halloren-Kugeln.
Und das ist jetzt quasi die Schokoform davon und gefüllt mit Cookie Dough. Cookie Dough ist natürlich grundsätzlich schon mal eine geile Geschichte. Dann haben wir hier nochmal auch was zum Trinken. Milford Herzerwärmer Tee. Früchtetee mit Orange Lebkuchenaroma. Ja, passend für die Jahreszeit. Also wie die Faust aufs Auge, natürlich. Und weil wir auch in der Jahreszeit bleiben wollen, ne? Ich hatte letztens, ich weiß gar nicht, war das, ich glaube, das war im Adventskalender von Brand News, auch schon Onkel Bens Milchreis. Jetzt haben wir hier den Zimtgeschmack. Ich liebe grundsätzlich Zimt und ich liebe auch Milchreis. Mich wundert es jetzt tatsächlich ein bisschen, dass es das nicht schon früher gab. Also jetzt wirklich, also Milchreis liegt doch eigentlich auf der Hand. Und dann letztlich noch. Ja, man merkt, Weihnachten, klar, ich meine, das heißt ja auch Weihnachtszauber. Twix Spekulatius. Limited Edition. Wird jetzt nichts wert werden, haha, aber wird bestimmt geil schmecken. Ja, und das war's. Also, ich sag mal, lauter geniale Sachen. Ich meine, hier, wer mag nicht Cookie Dough? Also, ich mag Cookie Dough. Dann zweimal diese Dessertgeschichten hier. Das sind so One Cup. Geschichten mit Sicherheit. Ich sag mal, das ist auch auf dem Bild raus zu erschließen. Hier ein bisschen Kuchendekor. In grün. Ja, warum nicht? Pudding Oats von Ruff. Natürlich mit Liebe und mit Agave gesüßt. Also nicht extra Unmengen an Zucker. Muss man ja auch mittlerweile darauf aufpassen. Und dann hier der SOS Lippenpflege Bio Zaubernuss Stick. Also ist auch vegan, ist bio. Was ich mich jetzt natürlich schon frage. Mal ganz ehrlich. Wir kennen alle den Originalhersteller. Wäre es nicht vielleicht an der Zeit, wegen so im Sinne der Diversifikation an der Stelle, dass die auch ein bisschen anders ausschauen. Der schaut doch aus wie der gute, uralte, oder? Ja, komisch. Komisch, 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 aber es ist so. Und dann haben wir hier nochmal unsere Einlage. Das erste Mal, dass ich es so bekomme. Ja, und wie gesagt, also Mana-Waffen kann man nichts falsch machen. Auf diese Gewürze schwöre ich mittlerweile. Da hatte ich schon ein paar anderen Boxen solche. Und ja, Nescafé, ich meine, das ist so schnell so zwischendurch. Wenn man eh, sag mal, heißes Wasser wegen irgendwas kocht, muss man jetzt nicht hier den Vollautomaten anschmeißen. Die sind ganz lecker, sind ja ein bisschen süß meistens, aber finde ich gut. Dann schauen wir doch jetzt mal rein. Auch noch mal hier ganz kurz in unser News-Magazin. Liebe Newsies. Produkt-News. Okay, da sieht man auch so, was so neu im Regal auftauchen wird in nächster Zeit. Aprikosen-Quark. Quark mit Mandeln. Ein paar Rezepte. Also, das ist immer ganz nett. Auch so mit Rabattaktionen. Also da kann man immer nichts dagegen sagen. Also ich finde das immer sehr, sehr, sehr interessant sogar. Und nochmal zu blättern, was kommt denn so in nächster Zeit? Aber gucken wir mal. So, schauen wir mal. Also, da die Bi den genialen Einfall hatte, ich glaube, die ohne Alkohol zu nehmen, fallen da jetzt ein paar Sachen raus. Also, was wäre denn in dieser Winterbox, in der Winterzauberbox denn noch so alles drin? Rotkäppchen Fruchtsekt. Gut, haben wir jetzt nicht. Dafür haben wir wahrscheinlich diesen Fuse-Tee. Dann der Uncle Ben's Milchreis. Gibt es seit August im Handel. Das Kellogg's Variety Pack gibt es schon länger. Guinness haben wir natürlich nicht drin, weil nicht Alkoholbox. Die Dr. Edgar Dekor-Kreation. Das ist immer ganz interessant. Gibt es seit Oktober 2020 im Handel.
dieses Nestle Gold, Nestle Gold, sag ich schon, Verzeihung, Nescafé Gold gibt seit Oktober im Handel. Die Halloren-Cookies, also diese Schokolade gefüllt seit Mai. Immer noch irgendwas, was wirklich brand new ist? Nee, leider, das ist so das Aktuellste, was wir so haben. Wir hätten auch haben können noch eine andere Teesorte. Ja, genau. Aber bin damit zufrieden, was wir haben. Finde ich ganz nett. Dann packt man jetzt wieder zu, dass die Bi dann später auch eine Überraschung hat, wenn sie heimkommt und nicht zum Auspacken kann. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst euch ein Abo da. Kommentare sind auch immer gern gesehen, weil Feedback ist das Breakfast der Champions. Fragt nicht, wo ich diesen Ausdruck hier habe. Ansonsten, das war's für heute soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und der Bär ist raus. Ciao. It is Christmas time, my dudes. Hallo, hier ist wieder der Bär von The Bear and the Bee. Und diesmal keine Reaction, kein Review, kein Let's Play, sondern Geschenke, Geschenke. Worum geht's? Es geht um zwei Mystery Boxen, Nerd Mystery Boxen, gefüllt mit Funkos, Büchern, Comics, Duff aus den verschiedenen Franchises wie Harry Potter, die Simpsons und Star Wars. I like this. Einzig, was ihr dafür tun müsst, ist: abonniert den Kanal, liked das Video bzw. teilt das Video und beantwortet eine Frage. Ganz einfach. So, die Frage erscheint jetzt hier. Eigentlich relativ einfach, oder? Und eure Antwort, eure hoffentlich richtige Antwort, schickt ihr bitte an. Und wenn ihr das gemacht habt, vielleicht habt ihr das Glück und wir losen euch Anfang Dezember eine der Mystery Boxen zu. Der Bär ist raus. Thank you.